Jetzt sind wir echt mega fertig. Good morning. Hi guys. Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag, der 23. September, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, war ich schon mit dem Hund raus, muss noch die Wäsche machen und ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich zeige euch nachher mal, was mich richtig stört momentan. Meine Kamera macht jetzt schon seit ein paar Tagen nicht so gut mehr mit. Deswegen, entschuldigt bitte. Auf jeden Fall, ich bekomme eine sehr gute Kamera. Das gönnen wir uns jetzt mal. Also ich kriege eine Kamera, meine Tochter kriegt dann zu Weihnachten ein, wie nennt sich das, eine Switch, genau, das wünsche sich schon seit über 2 Jahren. Und mein Mann bekommt, der wollte irgendwie so eine Watch haben, keine Ahnung, was das für eine ist. Morgens sieht das bei uns so aus, weil ich jetzt noch keine Spülmaschine ausgeräumt habe, das muss ich noch gleich und... Dann sehen wir uns gleich wieder. Seht euch mal diese schöne Blume an. Ich finde sie so klasse. In Blau. Wahnsinn. Willkommen zurück. Penny? Was hat der Papa gemacht? Wo ist dein Stofftier? Mein Mann hat so viel Langeweile. Der arbeitet wahrscheinlich nicht richtig im Homeoffice. Da oben liegt ein Stofftier. Wie kommt man denn auf diese Idee, das da oben hinzutun? Benny, hast du das da oben gesehen? Guck mal da oben hin. Da oben, da. Wo ist es? Benny, wo ist dein Stofftier? So, wir haben es jetzt mittlerweile, ich glaube, 14:45. Ich muss nochmal drauf gucken. Die Chicken Dippers mache ich. Dazu mache ich Kartoffelbrei selbstgemachten und Salat. Also wir essen sehr viel Salat. Danach muss ich später Kühlschrank noch ausräumen und ein bisschen sauber wischen. Ich versuche mal, das alle 2 Wochen zu machen, dass der Kühlschrank immer sauber ist. Weil wir kaufen heute wieder ein für die Woche und und dann planen wir auch unser Fest. Am Samstag haben wir ja ein Dinner für unsere Nachbarn, also es kommen 3 Familien mit Kindern und da haben wir schon so uns ein bisschen was überlegt, was wir dann kochen werden und ja, ich bin gespannt auf die Nachbarn, also wir kennen die jetzt seit 2 Monaten hier. Aber wir haben sie noch nicht eingeladen, weil immer noch bis letzte Woche Kisten standen, also Umzugskartons und dann ist das ja auch nicht so schön. Ich habe hier so 2 Baguettes und wenn man die über Nacht in den Beutel reintut, dann werden die so weich, ne, dass wir ja dann keiner mehr essen, weil die nicht mehr knackig sind. Und ich mache dann immer so ein bisschen Wasser drüber und dann tue ich die hier, ich zeige euch die mal, so eine Art Fritteuse, aber ohne Öl oder Fett. Und dann überbacke ich die für 3-4 Minuten und dann sind die wieder knackig. Wie macht ihr das denn? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, meine Lieben, jetzt haben wir es 6:15. Ich räume jetzt gerade den Kühlschrank noch auf, wische ihn aus und dann mache ich Einkaufsliste. Dann fahren wir einkaufen und danach ist halt Abend angesagt. Kind geht ja immer so Richtung 8:30 und ins Bett. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich heute diesen Tag. Und ich werde heute noch ein Foodhaul machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische. Tschüss. Guten Morgen! Good morning! Heute ist Dienstag, der 24. September.
Ja, was habe ich heute noch geplant? Ich muss heute bügeln und ja, ein Video schneiden also ein Foto schneiden. Und was habe ich sonst noch geplant? Ich möchte gerne noch so Verschönerungssachen hier machen für die Party. Also so putzen halt, putzenmäßig. Ja, ansonsten haben wir schon einen Teil gestern eingekauft für die Party, für unsere Nachbarn. Und es steht diese Woche noch, also wir müssen noch ein College besichtigen, weil meine Tochter geht ja dann in die 7. Klasse. Dort wechselt man, also hier in Irland wechselt man dann von der 6. Klasse dann auf die weiterführende, weil bis 6. Klasse geht Grundschule. Und wir wissen ja, wir haben jetzt zwei Schulen im Auge, ein College und eine ja, katholische Schule. Und ja, da wissen wir jetzt noch nicht genau, was so zu ihr passt und was sie schaffen kann, weil es ja einfach noch so viel Zeit ist. Also die sind da sehr, sehr, sehr früh dran dieses Jahr. Oder überhaupt generell in Irland. So, jetzt mache ich mich wieder an die Wäsche. Und zwar muss ich jetzt gleich bügeln. Aber das ist nicht so viel. Dann nehme ich euch mal kurz mit im Schnelldurchlauf. So, meine Lieben, jetzt wollte ich ja ein bisschen bügeln. Und ja, was habe ich noch vor? Ich fahre nachher zum Nagelstudio, weil mir ist ein Nagel abgebrochen heute. Richtig blöd. Willkommen zurück. Wenn man nicht weiß, was man kochen soll, gibt es Nudeln, Spaghetti mit Tomatensoße, die wir gestern gekauft haben. Deluxe. Muss gleich nochmal in die Stadt gehen und ja, zum Nagelstudio. Deswegen, ich wollte eigentlich was anderes kochen, aber ist okay. Nice. So beautiful. So, was machst du denn hier, Thomas? Ich backe. Das ist Schokolade für den Teig. Und das? Butter, die hatte ich im Kühlschrank, die muss ich gerade erstmal weich kriegen, damit ich die gleich vermixen kann. Und das ist Mehl oder Puderzucker? Puderzucker. Okay. Da kommt gleich die Butter rein, dann wird das Ganze schön cremig geschlagen. Nach der Butter kommen dann die Eier dazu. Dann kommt noch Mehl und alles dazu. Können wir denn das Rezept auch unten verlinken? Machen wir das? Können wir machen, klar. Können die anderen auch mal ausprobieren? Ja. Und für was machst du das? Am Wochenende kommen unsere Nachbarn, die haben wir eingeladen und wir dachten, wir überraschen die mit einer Sachertorte. Klingt super. Ja, dann mach mal. Ja, mache ich. Übrigens ist es jetzt schon kurz nach 6, ne? Ja, Okay. muss mich beeilen. Dann bis später. So, dann beende ich heute den heutigen Tag. Schatzi, möchtest du deinen Kuchen noch präsentieren? So einen halbfertigen Kuchen? Würde sagen, da ist er noch nicht fertig, der steht ja schon. Ja, das hier für die Sachertorte nur Aprikosenmarmelade in der Mitte und oben drüber verstrichen. Das muss jetzt noch ein bisschen abkühlen und trocken werden. Dann kann die Schokoglasur drüber. Und dann wird er raus in die Kälte gestellt. Und hoffen wir mal, dass keine Ratten da dran gehen oder Werden schon nicht Mäuse. rangehen und Sachertorte sollte man möglichst früh machen, die soll gut durchziehen, dann Ja. schmeckt sie umso besser. Genau. Genau. Heute ist ja schon Dienstag, deswegen. Ja, dann sage ich euch dann schon mal Tschüss und zeige euch gleich nochmal schnell den. So, da ist jetzt die Aprikosenmarmelade drauf. Und dann kommt noch die Schokolade nachher drauf. Hast du die da schon? Diesmal Milchschokolade und keine dunkle, da recht viele Kinder da sind und zu viel dunkle Schokolade mögen die normalerweise nicht, deswegen ausnahmsweise Glasur mit Milchschokolade. Ich mag auch nicht so gerne dunkle Schokolade. Nur ab und zu. Naja, gut. Tschüss. Bis morgen.
Good morning! Wir haben heute Mittwoch, den 25. September. Morgen gehen wir zum College, die weiterführende Schule hier. Ja, mal gucken, wie das so da aussieht und ob das die passende Schule für unsere Tochter ist. Also wir haben so zwei Schulen, wo es ja interessant ist, wo sie hinkommen kann oder sollte, und ja, schauen wir mal. Das eine ist eine reine Mädchenschule. Sie geht jetzt momentan auch auf die Mädchenschule, und das andere ist halt gemischt. Mal schauen. Dann sehen wir uns später wieder. So, ich habe jetzt die Fensterbänke abgewischt und aufgeräumt. So sieht das jetzt aus. Ja, fürs Wochenende auch, und damit es auch einfach schöner aussieht. Ja. Weil es halt weiß ist, die Fensterbänke, und dadurch sieht man da jeden Schmutz. Dann habe ich diese Fensterbank noch abgewischt. Da sieht man es. Und alles anders ein bisschen hingestellt. So ein bisschen, dass da ein bisschen mehr frei ist, weil sonst finde ich das so zugeklatscht. Ich habe jetzt vorhin gerade eine Waschmaschine angestellt. Muss heute noch zwei Maschinen waschen. Dann wollte ich noch so ein bisschen Schönheitssachen einfach machen, wie zum Beispiel da oben wieder vernünftig aufräumen, dann sauber putzen, weil das so mit Glas und so ist, das ist auch ganz schnell dreckig mit Staub. Bisschen Staub wischen, unten Badezimmer putzen, saugen wollte ich noch. Heute machen wir Tortellini zum Mittagessen. Papa ist jetzt wieder in Deutschland. Mitte Oktober ja, müssen wir die Schlüssel übergeben, dann, also ist jetzt schon alles unterschrieben, Haus schon verkauft, jetzt warten wir aufs Geld und wir hoffen mal, dass das schnell vonstatten geht. Ja, was kann ich noch zeigen? Was mich ein bisschen stört, ist, ich habe wirklich viele, viele Geschäfte sind wir abgeklappert, auch Malls, wo wir geguckt haben nach Herbstdeko. Haben wir leider nichts gefunden, so wirklich, nur Halloween, und so sieht es jetzt mein Kamin aus. Ich habe jetzt nur zwei Kürbisse und das da oben hingestellt. Ja, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Dann wollte ich auch ein bisschen die Fensterbänke bei Halloween ein bisschen umdekorieren, die muss ich auch noch abwischen, die ganze Sessel und Couch muss ich noch ein bisschen abwischen, so. Und wie gesagt, Staubwischen. Und da können dann die Gäste am Wochenende kommen. Und dann ist es sowieso wieder dreckig, ne? Also Mama putzt alles sauber. Und was ist dann? Dann ist es wieder dreckig. Bis später. Und wir haben es jetzt übrigens schon, ich glaube, 11 Uhr oder so. Ja, Waschmaschine ist fertig. Ich stelle jetzt gleich die nächste an. Ja, und ich zeige das Studio. Ja, ich war noch in der Stadt und habe meinen Nagel neu machen lassen, der war ja abgebrochen. Und ich kann euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe hier einmal so, oder nee, ich zeige euch das an Halloween, wie es funktioniert. Ich zeige euch nur so, wie es aussieht, aber nicht, wie es funktioniert. Da mache ich dann nochmal extra mit Deko und so weiter. So eine Klingel war das gewesen. Dann so welche Fensterbilder habe ich noch gekauft. Die kann man so mit einem Nöppelding da an die Fenster klatschen. Und was habe ich noch? Ein richtig geiler Spiegel. Das zeige ich dann auch später. Genau. Ja. Das war so das. Und, oh, mein Arm wird schon lahm. Wird Zeit, dass ich die Kamera bald kriege, eine vernünftige. Was ich auch machen wollte, was mich auch mega, 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 mega stört, ist der Teppich. Und da haben wir so welche, das hat mein Mann auch schon gemacht, so ein bisschen haben wir schon geputzt. Wir holen auf jeden Fall noch die Profis, die dann halt die ganzen Teppiche schrubben. Aber wir wollten jetzt halt so die groben Flecken, die großen Flecken wollten wir schon mal damit machen. Und jetzt so ein bisschen, schon eine halbe Flasche leer, so ein bisschen haben wir schon gemacht. Ja, und das ist halt für Leder so, und das wollte ich dann auch nochmal behandeln, die Couch und die Stühle von der Küche. So sieht jetzt der Herd aus, der Backofen.
habe ich alles sauber geputzt. Da oben habe ich alles sauber gemacht. Ja, es glänzt alles, kann sich sehen lassen, oder? Da auch. Ja. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Hi Leute, willkommen zurück. Wir haben es jetzt, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, 18.24 Uhr haben wir es jetzt schon. Ja, ich gehe gleich duschen, mein Kind geht noch duschen. Was machen wir dann? Wir wollen gerne dann noch mal eine Runde zocken. Und ja, mit der Wii U, ne? Und mit dem Hund muss ich noch mal kurz raus nachher. Und ja, da hinten habe ich ja, wie gesagt, da sieht man es auch aufgeräumt. Das hier passt mir jetzt auch ganz gut. Ja, dann zeige ich euch mal etwas, was ich überhaupt gar nicht so gut finde. Moment. Ich muss einmal durchs Dunkle gehen. Auf jeden Fall. Ich habe schon Licht angemacht. Ja, hier ist ja unser Kamin, ne? Ich finde ihn ganz, ganz schick. Und dann halt auch mit dem Spiegel, ne? Und den Kamin halt so. So sieht man hier, ne? So, und da habe ich ein paar Kürbisse als Decoration hingestellt. Und aber mehr habe ich auch nicht gefunden. Hier an Herbstdeko. Finde ich echt schade. Und mein Mann bringt mir jetzt was aus Deutschland mit. Der hat gerade gesagt, oder wir hatten einen Videochat gemacht. Da hat er mir dann gezeigt, ja, was er denn halt mitbringt. Und ja, ich zeige euch mal den Boden. Den habe ich ja vorhin geputzt und gewienert. Sorry, dass das so wackelt, aber meine Kamera spinnt total. Ich kriege jetzt auch bald eine neue. Und eine richtig gut. So, könnt ihr mal gucken. Jetzt macht es scharf. Ja, da vorne waren so Brandflecken, die waren richtig schwarz. Die habe ich jetzt richtig geputzt. Hier vorne ist noch ein Fleck, das mache ich morgen weiter. Die offensichtlichen halt, ne? Also, die waren schon hier sehr, sehr dreckig. Guck mal, da haben wir schon 10.000 Mal gewischt, gesaugt, drüber. Ja, also ein paar Flecken bleiben auch. Da müssen wir noch jemanden hier kommen lassen. Entschuldigung. Der hier weg. Gesaugt ist alles und da hinten hier, könnt ihr mal gucken, hier hinten die Ecke, die ist richtig schön sauber geworden, also das ist cool. Ja, hier waren halt Dreckschweine. die Giraffe, ja, ich liebe diese Giraffe, die musste auch mit, unbedingt. Jetzt steht sie da in der Ecke, so traurig. Ja, so sieht das aus, die Kissen habe ich alle gewaschen, die glänzen jetzt und strahlen, ja. Ne? So, das habt ihr ja alle schon gesehen. Das hatte ich umgestellt. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wo der Weihnachtsbaum hinkommt? Ja, in die Ecke. Das wird richtig nice. Ich freue mich schon richtig drauf. So, dann würde ich einfach mal sagen, für heute ist Schluss. Ja, ich muss zwischendurch für die Schule auch wieder was machen. Ich mache ja Fernstudium nebenbei. Und ich habe jetzt auch meine PPN-Nummer bekommen. Das heißt, ich kann jetzt auch arbeiten, wenn ich das denn will. Also nächstes Jahr fange ich wieder an zu arbeiten. Dieses Jahr bleibe ich noch zu Hause wegen Kind und so weiter, dass sie gut in der Schule ankommt. Ja, das klappt im Moment ganz gut. Und das fügt sich halt alles, ne? Also nächste Woche ist mein Mann zu Hause. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also da arbeitet er von zu Hause aus auch den 3. Oktober, obwohl ihr habt ja frei. Hier ist ja kein Feiertag. Deswegen, ja, arbeitet er trotzdem im Homeoffice. Dafür macht er halt im 1. November frei oder so. Ja, und dann sehen wir uns morgen im aller Frische wieder. Good morning, guys. Ich grüße euch. Wir haben heute Donnerstag, den 26. September schon. Ja, die kalte Winterzeit, Herbstzeit fängt jetzt an. Ja, was steht heute an? Es kommt jetzt noch spontan ein Techniker. Ja, die haben immer, die sagen dann immer von 8 bis 13 Uhr. Ja, muss man immer zu Hause sein und warten, ne? Kann man nicht so das machen, was man will.
weil man dann vielleicht die Klingel nicht hört oder so. Also das nervt schon. Ja, wir bekommen dann halt ein schnelleres Internet, was ja eigentlich auch so zum Vorteil ist, ne? Dass das schon ein bisschen stabiler wird. Was liegt noch an? Wir gehen heute Nachmittag oder frühen Abend von 6 bis 8 Uhr ins College, schauen uns das dort an, führen dann gleich die Anmeldung aus und ja, was habe ich heute noch? Ich muss halt noch 2 Bäder putzen, die Wäsche machen und dann wollte ich die Stühle sauber machen, weil die sind immer noch dreckig, also ich habe die schon so abgeputzt mit dem Lappen, aber ich will da richtig mit dem Schwamm, weil da ist auch Farbe halt dran noch, also die lassen ja alles hier stehen, wenn die streichen und legen es drüber, also das ist denen völlig egal. Und dann wollte ich so ein Lederpflegemittel ausprobieren, wie das ist. Ja, und ansonsten ist heute normaler Donnerstag, mein Mann ist ja wie gesagt in Deutschland. Der kommt morgen Abend gegen 11 Uhr, 11:30 wieder in der Nacht und morgen bereite ich schon für die Party am Samstag einiges vor. Was heißt einiges? Nein. Ich bereite Kartoffelsalat vor, dass er schön durchziehen kann. Kuchen haben wir schon fertig und dann zeige ich euch morgen mal, was wir noch alles so Schönes machen. Und ja, jetzt diese Verlosung am Laufen. Ja, ich hoffe, dass es euch Spaß macht und ja, wir sehen uns dann später wieder. So, meine Lieben, die Leute von Instagram kennen das schon, diese Klingel. Die habe ich mir jetzt gekauft vor kurzem für Halloween. So, ich mache die mal an. Richtig cool. Und diese Klingel kostet 15 Euro. Hallo, willkommen zurück. Die Techniker sind jetzt da. Ich hoffe, die kriegen das hin, weil die sind nicht gerade sehr motiviert. Schauen wir mal. Und was machst du da? Weißt du auch nicht. Also, meine Herbstdeko ist bisher das. Und da oben ist noch alles leer. Mal gucken, mein Mann hat mir was oder bringt mir jetzt was mit morgen. Mal schauen. So, jetzt zeige ich euch mal, was irische Arbeitsweise ist. Hier wurde ja dann irgendwann gestrichen, ne? Und was machen die? Ja, schön Farbe an die Stühle klatschen. Ich versuche das gerade sauber zu machen. Ich habe den jetzt erstmal so geschrubbt mit einem Schwamm und Lappen abgewischt und habe noch so ein Lederzeug, das wollte ich mit behandeln. Aber guckt euch das mal an, ne? Wer soll das denn abschrubben? Und was sie dann auch machen, anstatt irgendwie Stuhl zu ersetzen? Nein, machen wir nicht. Dann kleben wir was drauf. Unglaublich. Ich mache noch mal ein Video, wo ich alles so erkläre hier. Unterschiede Deutsch und Irisch. Ja. So, jetzt habe ich es sauber geputzt. Ging doch ganz gut. Während die da noch zu werkeln sind, ich mache heute Bratwürstchen, ich wollte sagen Bratkartoffeln, Bratwürstchen. Dazu mache ich Pommes. Ja, heute was Ungesundes, geht schnell, weil ich heute noch so viel zu erledigen habe. Ich muss oben noch Badezimmer putzen. Jetzt muss ich, nachdem der da drinne war und Stehpinkler ist, habe ich gehört, ja, muss ich jetzt schon wieder das Bad putzen, was ich unten schon geputzt hatte. Also voll bescheuert. Egal. So, die Techniker sind weg. Ja, mein Rechner hatte wieder Internet, aber andere funktioniert nicht, das ist doch klar. Immer wenn die ihre Pfoten dran hatten, funktioniert nichts mehr. Jetzt muss ich die scheiß Codes da eingeben und es funktioniert einfach nicht. Und ich bin einfach nur noch gehen. So, wir haben es jetzt 9:45 Uhr. Kind ist im Bett, deswegen kann ich jetzt auch nicht so laut reden. Ja. Also wir sind kurz nach 6 mit dem Taxi zu dem College hingefahren, weil heute war ja Tag der offenen Tür. Und ja, was kann ich davon berichten? Also ich wollte euch gerne mitnehmen, aber da standen so viele Security vor der Schule, dass ich das dann lieber sein lassen habe.
Und naja, dann erzählen. Ja. Wie gesagt, um 6 sind wir dann losgefahren. Kurz nach 6 haben wir auch Taxi bekommen. Dann, weil wir ja immer kein Auto haben, mein Mann ist ja jetzt noch in Deutschland, der kommt morgen Abend ja erst wieder. Ist halt dumm gelaufen, weil die es so spät gesagt haben, wann die Termine sind. Und ja, das ist auch eine riesige Schule. Ist so ein bisschen aufgebaut, das College, ja, wie in Amerika mit den ganzen Schließfächern und so, wie man das halt so kennt. Und ja, wir haben uns dann einige Räume angeschaut, auch ein paar Lehrer kennengelernt von der Schule und auch den stellvertretenden Schulleiter. Die sind alle sehr, sehr nett. Dann waren wir in einem Klassenraum, wo Deutsch unterrichtet wird. Das war insofern sehr interessant, weil die da ein Lehrbuch hatten. Die fangen in der 6. Klasse an schon mit Deutsch als zweite Fremdsprache oder ja zweite ist das dann, weil die auch noch Irish lernen ab der 3. Klasse. Und ja, also Julia fand es sehr witzig, dass es so einfach war und auch Irish mit dabei, also Deutsch und Irish in dem Buch und Englisch halt. Und ja, haben uns dann mit der Deutschlehrerin unterhalten. Sie konnte sehr gut Deutsch und war fasziniert, dass wir aus Deutschland kommen. Und ja, also haben auch alle gelobt, wie gut wir beide Englisch sprechen, also überwiegend Julia auch. Also man merkt schon die Fortschritte in den 3 Wochen, also wie sie jetzt Schule hat, also das ist ja Wahnsinn, ne? Also alle Achtung, also die hat sich echt gut gemacht. Dann haben wir ein paar Freundinnen von ihr dort auch getroffen und es war ein riesiges Gewusel von mega vielen Leuten, Kindern, richtig laut und dann irgendwann haben wir die Station gefunden, wo es die Anmeldung gab. Und dann haben wir eine Anmeldung ausgefüllt und das heißt ja nicht unbedingt, dass ja, wir diese Schule bekommen. Müssen wir abwarten, also bis zum 8. November oder so geht das jetzt mit der Anmeldung und dann kriegen wir dann halt irgendwann Bescheid. Ja, die hatten dann so verschiedene Klassenräume, wo wir dann halt reingucken konnten, das ist quasi so wie hier bei uns in den deutschen Schulen, wenn sie Tag der offenen Tür machen und ja, es waren dann so, ich glaube, ja, Chemie hatten die, Bio haben wir reingeguckt. Dann, ich weiß gar nicht, verschiedene, ja, Hobbys, die man dann da auch betreiben kann. Und ja, also das war schon ein riesiges Angebot, das schon. Aber, ja, unterrichtet wird alle Religionen. Wir möchten ja eigentlich gern, dass sie auf die katholische Schule geht. Da melden wir sie auch an und also wir sind uns da nicht so ganz einig, sie möchte ja unbedingt dahin, weil die anderen Mädels auch dahin gehen, also 6 Stück aus der Klasse. Und die anderen gehen dann alle auf die katholische. Und ja, also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich fand sie so erstmal ganz okay. Es ist auch 3 Kilometer von hier entfernt. Das heißt, man muss sie immer fahren und abholen. Und bei der anderen Schule wäre es so, dass sie dann auch immer laufen kann. Also die ist nur ein paar Meter von der Primary School, von der Grundschule entfernt. Und ich werde jetzt noch ein paar Minuten Fernsehen gucken, kurz runterkommen. Und ja, dann bin ich froh, wenn ich im Bett liege und dann morgen wieder früh aufstehen muss. Aber morgen haben wir immerhin schon Freitag und ja, das ist ja dann ganz gut, dann ist Wochenende. Mein Mann auch zu Hause und der muss nächste Woche nicht nach Deutschland, das heißt, der ist die ganze Woche da. Ja, ich freue mich. Ja, ansonsten, ach ja, was ich noch sagen wollte, mir fällt es jetzt wieder ein. Ich habe dann angerufen, als wir vom College standen, wieder zurück wollten, sagte mir der in der Taxizentrale, dass keine Taxi momentan verfügbar sind, erst wieder in 45 Minuten.
Ja, und dann haben wir die andere Taxizentrale angerufen, da ist niemand rangegangen. Und dann habe ich gesagt, shit, jetzt müssen wir komplett 3 Kilometer laufen. Im Dunkeln. Ja, dann sind wir losgelaufen Richtung Main Street. Da ist uns, beziehungsweise ist uns dann eingefallen, dass immer da auch Taxis stehen. Zum Glück hatten wir das Glück, dass ein Taxi stand und uns mitgenommen hat. Und somit waren wir dann 8:45 endlich zu Hause. Gott sei Dank. Also wenn wir noch gelaufen wären, ich glaube, dann wären wir erst 8:45 oder so nach Hause gekommen. Ja. Wünsche euch eine gute Nacht. Good night and sleep tight. Bis morgen. Good morning, guys. Ich grüße euch. Heute haben wir Freitag, den 27. September schon. Bald ist Oktober. Ja, ich habe heute Morgen aus dem Fenster geguckt und es hat mega geregnet. Und ich habe so gedacht, scheiße, weil wir haben ja hier kein Auto. Aber zum Glück hat es dann 8:20 aufgehört, sodass dann das Kind sich auf den Weg machen konnte. Weil wenn es zu doll regnet, dann ist ja klitschmadenass, wenn sie 1,5 Kilometer fast laufen muss. Das ist ja klar. Dann hätte ich Taxi gerufen. Gut, gekriegt haben von der Schule, dass doch bitte alle Kinder die Uniform tragen, weil einige tragen dann den Jumpsuit, den Sportanzug. Und das finden die natürlich nicht so klasse, sondern die sollen das nur tragen an den Sporttagen. Es gibt aber gar keinen Stundenplan. Somit haben wir da keine Kontrolle. Wir wissen gar nicht, wann sie Sport hat. Sie sagte mal, ja, ich habe einmal von Mittwoch und Donnerstag, mal Mittwoch und Freitag, mal Mittwoch, Donnerstag, Freitag, keine Ahnung. Sie hat heute wieder angezogen und da war ich richtig stinkig. Deswegen, ich muss sie jetzt mal in der Schule anmelden, ob die nicht mal einen Stundenplan machen können. Also das ist sehr verrückt. Ja, ansonsten, was liegt heute an? Ich muss heute saugen und wischen. Dann muss ich Vorbereitungen treffen für morgen. Morgen wollte ich ja unseren Kartoffelsalat präsentieren. Nach unserem Rezept aus der Familie. Deswegen verrate ich euch dann auch nicht so viel. Nur so ein bisschen. Und den bereite ich heute schon zu, damit er schön durchziehen kann bis morgen. Ja, dann zeige ich euch mal gleich, was ich bekommen habe. So, der Postbote oder beziehungsweise Paketdienst kam schon heute Morgen an und sagt, oh mein Gott, das ist alles für Sie. Oh mein Gott, habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben es jetzt 9:14 Uhr. Und ich werde gleich erstmal frühstücken und dann nachher packen wir diese ganzen Pakete zusammen aus. Wie wäre das? Weil ich habe nämlich Herbstdeko bestellt von UK, Amazon und ein Kostüm für unsere Tochter für Halloween. Und ja, ich mag das wie Weihnachten. Ah, lieb. Oh, was ist das? Oh, meine Herbstgirlande. Mit Licht. Oh yeah. I love it. Guckt mal. Die mache ich jetzt nicht auseinander. So, und das soll dann leuchten. Da macht man Batterien halt rein und dann leuchtet das schön. Herbstlich. Sehr schön. Also wir müssen... Achso, wir haben es jetzt 10:45. Ah, die Kürbisse. Richtig schön. Davon habe ich jetzt einmal so und einmal so. Ganz niedlich kleine Kürbischen. Dann so ein bisschen vorgeöffnet. Da haben wir einmal das Kostüm. Das ist ganz witzig.
Ja, mit einem Alien. So, ja, das war es eigentlich schon. Im anderen großen Karton war Kaffee für meinen Mann drin. Ja, dann sehen wir uns später. Ich würde jetzt gleich das dekorieren. Ja, dann sehen wir uns dann gleich. So, guckt mal. Sieht das nicht schön aus? Wie es aussieht. Ja? Ich freue mich. Es sieht wirklich, wirklich geil aus. So, dann seid mal gespannt. Also das ist jetzt oben. Und das ist unten. Hier ein bisschen weiter weg. Dann könnt ihr das richtig genießen. Sieht das nicht geil aus? Ich freue mich. Das ist die Herbstdeko von 2019. Und dann kommt Halloween. Ich freue mich. So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade dabei, Kartoffeln zu kochen. Die pelle ich dann und dann werden die geschnitten. No. Hi Leute, wir haben es jetzt mittlerweile schon 16.30 Uhr. Ich habe jetzt den Kartoffelsalat. Ich habe spontan mich entschlossen, dass ich doch noch Nudelsalat dazu mache. Da steht die Mayo. Und was meine geheime Zutat ist, verrate ich nicht. Okay, dann bis später. So, mein fertiger Kartoffelsalat. Ich hoffe, der schmeckt. Also mir schmeckt der. Hallo meine Lieben, wir haben es jetzt kurz nach 9 und also so viertel nach 9. Wir gehen jetzt nochmal mit dem Hund und Thomas kommt so gegen 11. Hi Leute, ein bisschen nehme ich euch heute mit. Ja, wir haben es jetzt 13 Uhr, 28. September, oder? Ja, ja. Ich habe jetzt schon mal so vorbereitet für unsere Gäste. Heute kommen ja die ganzen Nachbarn. Und dann könnt ihr schon mal gucken. So sieht das jetzt aus. Ich werde hier, sind die ganzen Schalen für Salat. Da kommt Kartoffelsalat, Nudelsalat, grüner Salat, also Eisbergsalat. Und dann noch so einen Krautsalat machen wir noch. Dann kommt da Fleisch und Würstchen. Baguette haben wir so überlegt. Und ja, Wein wollten wir noch besorgen. Also ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch besorgen. Ja, für die Kindersäfte, irgend sowas in der Art. Bier wollten wir noch besorgen. Ja, so steht das erstmal. Dann Eis wollten wir noch. Ja, und ich finde das ganz okay. Na, so kann man das präsentieren. Dann können sie sich selber nehmen und dann haben wir da auch weniger Stress mit. Ja. Jetzt erstmal gleich noch einkaufen gehen, was essen, Kleinigkeit. Ja, und dann kann es losgehen. Um 5 Uhr kommen die. Mal gucken, vorher zeige ich euch nochmal, wenn alles steht. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade dabei, das vorzubereiten. Salate mache ich später, weil es muss gekühlt werden. Die Kühlsachen sind alle noch im Kühlschrank. Das haben wir jetzt soweit geschnitten und vorbereitet und ja, so sieht das jetzt aus. So. Es füllt sich. So, jetzt hat die Meute zugeschlagen. So sieht das jetzt hier aus. Unser schönes Buffet und mega viele Stühle und ja, so sieht das jetzt hier aus. Boden dreckig. Dann kann ich gleich wischen, wieder mal.
Jo. Dann sage ich mal ein gutes Aufräumen. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier gesaugt und gewischt, haben wir alles weggeräumt, alles wieder sauber, den Boden, der sah ja schlimm aus. So, das sind die Geschenke von unseren Nachbarn. Also wir haben Wein bekommen, Schokolade, Blumen. Das sind noch die Stühle von den Nachbarn. Und jetzt zeige ich euch mal ganz leckere Kuchen. Delicious. Delicious. Da oben das auch noch von unseren Nachbarn, der Kuchen. Da haben wir morgen auch noch Kuchen. Ja, ist halt immer noch alles voll. Naja. Ja, seht ihr, ist alles wieder sauber und aufgeräumt. Auf jeden Fall, ich wollte mich da mal hinstellen, war es doch sehr schön eigentlich, ne? Und sehr anstrengend und so viele Kinder, ne? Das war echt anstrengend. Aber dabei waren die anderen beiden Kinder nicht dabei, die hatten einen Babysitter. 3 Stunden mit 3 Kindern. Ja, hast du aber auch gut gemacht. Ja. Hast du gut gemacht. Oh, jetzt sind wir echt mega fertig. Wir waren halt 4, 4 und 2. Mhm. Ja, anstrengend. Und Baby noch. Das 9 Monate. Zwillinge. Ja, auf jeden Fall hat Julia schön mit denen gespielt. Und da waren alle Erwachsenen. Du warst so sauer auf mich. Mhm. Nee, wir haben gefragt, den Kellner. Du durfst das dann mitnehmen. Nee, ich habe gefragt. Und also, auf jeden Fall hatten wir viel Fleischauswahl. Wir hatten Nuggets, wir hatten Steaks, Pfeffersteaks. Also richtig gutes Fleisch gibt es hier in Irland, ne? Ist doch schon lecker. Was hatten wir noch? Würstchen. Also doch, wir hatten schon reichlich. Also die haben gar nicht so viel gegessen, ne? Salate auch kaum. Sogar grünen Salat haben die kaum gegessen. Dachte, die Mädels, die essen sowas mit Dressing und alles. Ja, ja. Auf jeden Fall haben die ja schöne Sachen mitgebracht und doch, man kann sagen, super nett, ne? Ja, klar. Haben dann noch Stühle mitgenommen. Aber die meisten haben halt den Kindern auch keine Schuhe ausgezogen. Ja, das finde ich auch schrecklich. Ja, mit Schuhen hier immer drin rumlatschen. Da habe ich ein Kind hier gesehen, ein Nachbarskind halt, habe ich da gesehen, wie er mit Schuhen auf unserem Sofa rumgetrampelt. Ja, und auf die Kissen und auf die Decken. Oh, ich bin fast wahnsinnig geworden. Auf den Sessel rumgehopst. Also und dann musste ich ist man nicht mehr gewöhnt. Ja, dann muss Zähne putzen, Abmarsch, Abtrimo. Husch, husch. Muss ich so, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr habt noch so ein bisschen Eindrücke gesehen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zu meinem nächsten Video.